Sie ist heiß auf die U25-EM, Lisa Maria Klössinger. Lamprechtshausen, das ist für die Bayerin ein Heimspiel. Das ist ein Katzensprung von mir zu Hause entfernt und dann ist das so ein bisschen Heimatgefühl, Heimatturnier und das ist einfach schön. Lisa Maria Klössinger und ihr Daktari. Im U25-Bereich sind sie zurzeit das Maß aller Dinge. Beispiel Balve. Der Piaf-Förderpreis im Rahmen der Deutschen Meisterschaften. 2 Starts, 2 Siege. 2 ordentliche Prüfungen, schönes Turnier und es hat einfach alles gestimmt. Die Erleichterung, die Freude war groß. Sie haben dabei viel gelernt, Rückschläge zu verkraften etwa. CHIO Aachen, die U25-Tour. Bestes deutsches Paar im Grand Prix zwar, aber nur Rang 6 im internationalen Feld. Wenn man dann eine Prüfung reitet und nicht ganz zufrieden ist, dann ärgert man sich. Aber wenn man dann mal runterkommt und so ein bisschen nachdenkt und sich dann überlegt, naja, so Kleinigkeiten werden ja besser, dann ist es schön. Bei der alles entscheidenden EM-Qualifikation in Verden an der Aller dominieren sie den Grand Prix. Platz 1. Damit haben sie das ersehnte EM-Ticket in der Tasche. Ja, Passage wird einfach immer sicherer und auch das Auftreten generell, wie er oben dran steht und wie er sich reiten lässt, es wird langsam, aber stetig immer kontinuierlicher und konstanter und das ist eigentlich das Ziel. Vor einem Jahr 3 Sterne ländlich und nun die U25-EM. Der Weg von Daktari und Lisa Maria Klössinger geht steil nach oben. Da ärgert man sich mal über den einen oder anderen Fehler, aber wenn man dann natürlich zurückblickt, kann man dann doch schon zufrieden sein.